Für Krefeld geht es eigentlich nur noch darum, sich ehrenvoll aus dieser DEL-Saison zu verabschieden vor den Treuesten der Treuen. Und Pavel Groß, der nach 6 Niederlagen mit einem Sieg in Düsseldorf die Wende vermeintlich geschafft hat. Sein Team in weißer Spielkleidung, von Beginn an spielerisch das bessere Team. Likens mit der Chance und Sherrow verzieht. Ein langsames Spiel. Man sah den Teams die Belastung der letzten Wochen an. Und dann Pfohl mit dem tollen Zuspiel für Alex Weiß, der mit einem Doppelpack in Düsseldorf und hier bereits sein 10. Saisontreffer. Wolfsburg beherrschte die Szenerie, aber die Gastgeber mit Kampfgeist und mit der Riesenchance vor knapp 2000 Zuschauern. Ohrendorf hatte das Ganze eingeleitet. Man konnte phasenweise eine Stecknadel fallen hören. Allerdings, Rick Aduono hatte seiner Mannschaft Moral und Herz mitgegeben. Mittelabschnitt. Und da ist der Debütant des Tages, Darren Meschkowski, aus dem eigenen Nachwuchs, sein allererstes Spiel in der DEL. Und es war ein richtig gutes, mutiger Auftritt. Dann auf der Gegenseite Bulli-Gewinn für Wolfsburg. Und da ist wieder Weiß. Der läuft so richtig heiß. Die Mannschaft wirkte ja so ein bisschen geschockt nach der Nachricht, dass Pavel Groß Wolfsburg verlässt. Und man sieht, was für ein wichtiger Bulli-Gewinn zuvor. Und dann Fuchs mit der Vorarbeit. Und den macht Weiß rein. Die Messe schien gelesen. Krefeld mit einer guten Leistung, wie auch schon gegen den deutschen Meister München, aber ohne Fortune. Bis Schimi kam. Tador Krefeld 1-2. Schimanski mit dem Anschluss, der 5. Treffer für Krefeld in Unterzahl. Hier guter Einsatz. Und Schimanski hämmert ihn ins Kreuzeck. Keine Chance für den ansonsten wenig geprüften Brückmann. Das ist Familie Davis, Kurt Davis, der Verteidiger der Krefelder. Seine Mutter macht im Internet oft ihrem Unmut Luft. Aber da kommt es, sie jubeln, denn Gregor Hansson, der Schwede, mit seinem ersten Saisontreffer. Auch er war lange verletzt. Müller fehlte auch dieses Mal mit Gabflick und Hofland. Aber Hansson, ein passionierter Fußballspieler mit einer tollen Einzelleistung und dem Ausgleich. Die Moral stimmte. Wolfsburg hatte zu viele Gänge zurückgeschaltet. Dann aber Furchner. Ein Beispiel an Wille, an Beständigkeit. Leitet ein. Zuvor hatte er schon eine Chance. Dann Höhenleitner bedrängt. Es waren also die alten Wolfsburger, die die Grizzlies wieder auf Kurs brachten. 8. Treffer für Höhenleitner. Nach 4 Minuten noch zu spielen und der Schwede bittet zum nächsten Tanz. Midsommer im Januar. Hansson, ein ganz feiner Techniker. Und wie viel Eier und Nerven hat der denn? Tanzt Brückmann aus, der mehr als verdiente Ausgleich. Und damit Verlängerung. 12. bereits für Krefeld. Das zeigt, dass die Mannschaft wettbewerbsfähig ist. Und Pavel Groß, der deutet an, das kann doch wohl nicht wahr sein. 3 gegen 3. Und da ist der Siegtreffer. Dragan Umjecevic in der 63. Spielminute. Der Ex-Kölner Pavel Groß war bedient. Und Krefeld mit einem Sieg der Einstellung gegen enttäuschende Wolfsburger. Es ist inakzeptabel bei unseren Ansprüchen, die wir haben an uns selbst. Darf uns sowas einfach nicht passieren und ja, ist scheiße. Sie kriegen das Grinsen ja gar nicht mal aus dem Gesicht raus. Wie lange werden Sie heute brauchen, um überhaupt einzuschlafen?
Ja, keine Ahnung. Morgen muss ich in die Schule, also muss ich irgendwie schlafen. Was steht morgen am Stundenplan in der ersten Stunde? Ja, gute Frage. Also Krefeld muss noch ein paar Hausaufgaben machen, hat aber gute Grundlagen gelegt für eine Versetzung im Sommer, für neue Hoffnung in der neuen Saison. Und Wolfsburg, das waren leichtfertig vergebene Punkte. Und jetzt geht's nach München.